Schnibbidi-Du, hallo Freunde der längeren Latenz auf YouTube. Ihr müsst mir echt schreiben. Ich meine, das Lustige ist ja, ihr habt es mir wahrscheinlich schon geschrieben, aber ich habe es noch nicht lesen können. Aber ich finde es momentan noch lustig. Ich hoffe, die sieht das aus. Aber gut. So, wir sind zurück bei Supraland. Lass mal versuchen, eine weiße... Da fangen sie an, meine Probleme. Ja? Nimmt ihr die Farbe an oder nicht? Ah. Der ist ja jetzt wohl hoffentlich über jeden Zweifel erhaben, dieser Kristall hier. Ich hoffe, mir gehen die Blumen nicht aus. Ja, wie geil. Ei. Aha, königliches Doppelbett. Ich schalte die UI mal wieder an. Vielleicht bringen wir das irgendwas. Warum geht's denn hier hinten nicht auf? Wo geht's denn hinten raus? Wieso ist denn hinten überhaupt eine Tür? Ach Moment, da geht's doch noch weiter. Dann schießen wir mal drauf. Es hat doch hier eben ge... Ich bin kein Bot, ich bin kein Bot. Oh, Scarabot. Fasst ihn. Oder so ähnlich. Wann geht's in Schlumpfdorf? Also, dem deine Prinzessin nun seit einigen Folgen auf den MacGuffin wartet. Stimmt. Ich gehe da gleich hin. Aber ich wollte mich ganz kurz einmal um die vergessenen Rätsel kümmern. Wir gehen da definitiv gleich hin. Jetzt sehe ich noch mehr Kristalle. Wir gehen da heute noch hin. Kann man da dann noch was in den reinstecken? Sieht nicht so aus, oder? Wir haben noch einen gelben übrig. Da könnte... Könnte hier... Nee, in der Delle, da passt doch keiner rein, oder? Ich sehe jetzt kein Loch, wo man was... Ich muss aufpassen. Clip-Alarm. Oh, wie hübsch. Riesiges neues Gebiet. Das, dramatisiert ist die Lage. Also. Was? Okay. Nennt mich Elchendeutsch. So, okay. Ist ja nicht meine Chefin, die sich momentan die Beine in. Oh Gottes Willen, was für ein riesiges Gebiet. Warum ist hier nichts? Hier muss irgendwas sein. Ey, ich meine, das ist doch so eine Platzverschwendung. Oh, guck mal, da wohnen meine Besitzer. Was für eine Platzverschwendung. Keine Disco? Echt jetzt? Ernsthaft? Echt jetzt? Das klang nicht, klingt nach einem Rennen. Für mich klang das erstmal nach Disco. Ja, das habe ich jetzt auch kapiert, dass sie da nicht rein dürfen.
Nein, Wellen macht das nicht, das ist noch zu schwer. Das gucken wir uns an einmal. Also wenn etwas, also das entscheide immer noch ich, ne, wann was zu schwer ist. Ich drücke da jetzt drauf und dann sage ich gleich, ist zu schwer. Wetten, pass mal auf. Ja, es ist nur zu schwer. Ist in Ordnung. Ich hätte vielleicht auch meine Fernkampfwaffe benutzt, aber ich. Wieso geht denn das dann noch weiter? Der kleine Mützelhändler, einen schönen guten Abend. Das war gemein. Okay, es ist noch zu schwer. Sich ein. Mies. Könnte man hier einen zweiten davon gebrauchen? Wir haben da noch einen gelben. Gehen wir den mal dahin. Vielleicht können wir noch mal irgendwo Kristalle zum Einfärben gebrauchen. Und wir hätten noch zwei. So. Lassen wir da erstmal gut sein. So, da oben will ich noch einmal gegen schießen. Ja. Was denn passiert? Wo ist denn da? Shit. Schatz, ich komme gleich wieder. Ja, aber das ist ein richtig geiles Spiel. Das wird mir vom Pandoron empfohlen. Die sind immer gut. Den Ansch. Ist ja mal gut hier. Hören die, kommen die überhaupt? Wie war der Satz? Hören die überhaupt noch auf?
Na toll, Hotel WLAN zickt, rum, nur Chat, kein Bild, kein Ton. Da muss ich aber, das mag ärgerlich sein, nur Chat, Moment, Sekunde. So, genug geschleimt. Ihr habt geschrieben, kleiner Münsterland, das mag ärgerlich sein, allerdings steht ihr mit dem Chat schon mal mindestens 50% Sehenswertes zur Verfügung. So. Dann geht da oben so ein kleiner Teleporter an, aber echt nur für eine Sekunde. Was mache ich denn jetzt mit der Information? Gar nichts. Man kann auch einfach mal irgendwie sich darüber freuen, dass man so ein coolen Chat hat, oder? Ach, von hier komme ich da gar nicht hin, ne? Wie bin ich denn da hingekommen? Wie bin ich denn darauf gekommen? Von hier auch, oh nein. Was für ein Aufwand. Das machen wir später. Wir gehen jetzt mal zu meiner Frau. Die war da schon lange. Guten Tag, Schatz. Ich muss mal eben Heilung holen. Was ist denn hier los? Das wird ja richtig gefährlich. Sekunde. Also die bringt zwar Münzen, aber das wird mir jetzt gerade echt zu viel hier. Also lieber mal die Spawnpunkte wegkloppen. Würde ich sagen. Ist ja unangenehm. War der Feuer schon hier? Der ist doch neu. Gott, habe ich mich verjagt. Mann, immer dieses dramatische Geräusch. Ich brauche mal Heilung. War der Feuer schon da? Ich verziehe mich wieder in die Kühle und in den Lurk. Viel Spaß. So, ja, ich habe so einen Blaster. So, weiter zum Blauen König. Ich habe gar keinen Screenshot gemacht von irgendwas, ne? Dann mal gucken, wie weit sie läuft. Hier vorne ist ein blauer Kristall gewesen, habt ihr gesehen? Erstmal hinterherlaufen. Mal gucken, wie weit sie kommt. Wie lange hat er denn gebraucht, um diesen Sog um seinen Kasten zu erschaffen? 6 Stunden, dann hat er sich 1 Stunde ausgeruht. So, 6 Tage, am 7. Tag, naja. Hol den MacGuffin beim blauen Kristall. Wir können noch nicht reinschätzen. Du musst erst die beiden MacGuffins vom blauen und lila Kristall besorgen. Dann komm zu mir zurück. Was hat's jetzt gebracht? Die wartet ja trotzdem jetzt schon wieder auf mich, die Arme. 2 MacGuffins. Okay, pass mal auf, ja. Cool. Komm mal wieder runter. Okay, das machen wir jetzt als erstes. Nee, wir machen erstmal mal ein Foto hier.
Doch, da weiß man wenigstens, sie sind schon mal da irgendwo hingekommen. Und dann stellen sie fest, wenn sie es sehen, der kommt da gar nicht rein. Ich wollte sagen, wenn man nicht ganz Fadenkreuz mehr, wenn man die UI ausblendet, ist das schwierig mit Fadenkreuz, ne? So, Marine, einen schönen guten Abend. Und Cobras, hallo. Wen drücken wir zuerst? Das ist eine Batterie. Gute Sache. Eine Batterie? Wofür haben wir denn eine Batterie? Wo ist denn der Duracell-Hase? Komm her, ich hab da was für dich. Ein Zäpfchen. Ja. Die brauchen wir jetzt hier oben ja nicht, ne? Legen wir es mal dahin. Also da geht's zum blauen Turm. Da geht's zum lila Turm. Eindeutig. Und es gibt hier gelbe Blumen. Aha. Okay. Gut. Ich hoffe, dieses Tor ist stabil genug, um Rattlehack stand zu. Was ist Rattlehack? Oder wer? Deiner Münsterländer, bist du eigentlich, das kann er nicht hören, ne? Bist du eigentlich wieder auf der Gamescom? Guck mal, hier können wir irgendwas machen. Ich kann es aber nicht nehmen. Fehlt hier noch was? Oder? Ja, okay. Also zum lilanen Kristall kommen wir gerade nicht, was auch immer ein Rattlehack ist. Dann gehen wir das zum blauen. Gelbe Gänseblümchen, ja. Ja, vielleicht für einen gelben Trank oder für Einfärben von Sachen. Nehme ich die Batterie jetzt mit oder nicht? Nee, alles mitschleppen kann nicht so sinnvoll sein, oder? So. Wir müssen gleich erstmal zurück, wir müssen Geld ausgeben. Da geht es zum Feuer. Wir können gleich keine Münzen mehr aufsammeln, deshalb. Jetzt. Lass uns mal eben. Wir müssen noch einmal kurz zurück. Es geht nicht anders. Das geht ja fix. Doch, nach Reload, Funz ist wieder mit 63. Ich würde mich freuen, wenn wir uns freitags wieder im Brauhaus treffen. Es wird ein anderes Haus werden. Auf der anderen Rheinseite. Zum Pfaffen oder so. Was mit Pfaffe. Rustikale Küche und ich glaube, nicht Kölsch. Steinkreuzer kann ich noch nicht kaputt machen. Irgendwo muss noch ein Fass sein, das habe ich noch nicht gefunden. Das beunruhigt mich. Wie heißt der? Der Laden, ist das der Pfaffer? Ja, wie heißt der? Zum Pfaffen, okay. Habe ich irgendwo ein Fass übersehen? Also wahrscheinlich. Das Ding ist, naja. Ich meine, habt ihr jetzt hier schon, ich meine, Frage an den Chat, auch gerne an YouTube natürlich. Da oben war eine Kiste, da will ich hin. Nein, aber habt ihr ein Fass gesehen, was ich einfach nicht gesehen habe? Oder habt ihr jetzt auch noch kein Fass gesehen? Also ist jetzt erstmal die Frage, war es bei mir im Spiel schon sichtbar und ich habe es noch nicht gesehen oder sowas? Nee.
Junge, das ist extra ein Schutz, damit man später nicht seitlich reinschießen kann. Ach, das ist die Batterie. Ja, dann holen wir uns die doch mal eben. Ja, ja, das ist die Batterie. Nee, Steinkreuzer kann ich. Ich habe bei einem Schwert habe ich den Hinweis bekommen, ich kann jetzt Holzkreuzer damit kaputt machen. Wo war denn jetzt dieses Batteriedings? Hier oben. Moment, ich, nee, He-Man? Nein. Ja, doch, He-Man, ne? Die Haare von von Ehrmann. Haha, Ehrmann! Ja, die Kraft von Grauschädel und die Haare schön. Du nimmst die Haare mit und legst sie zu Hause aufs Regal. Sehr geil. Ja, jetzt brauchst du auch kein Foto mehr zu machen, weil es ist zu spät. Muss ich dagegen schießen und halt das irgendwo von irgendwas ab? Nee, natürlich nicht. Wie soll ich denn dagegen schießen? Ach, das geht nicht, oder was? Ich muss dagegen schießen, um damit sich diese Plattform bewegt. Die fährt sofort los. Ich habe einen Skalp gefunden. Bei der Macht von... Nee, Grayskull war es. Nicht Ehrmann. Ja gut, Graukopf, ne? Gray oder Grau, ja. Also, das ist ja lustig, dass sie da an der Seite noch den Block rangebaut haben. Weil von hier aus schießen würde ja auch nichts bringen. Da muss es irgendeinen anderen Trick geben. Oder eine, ja, keine Ahnung, mal gucken. Das wird schwer, also Panu hat auch gesagt, es wird noch echt schwer. Oder schwerer. Guck jetzt mal nicht in den Chat. Thank you.
wenn ich nach den Rätseln Fotos mache, vor den Rätseln Fotos mache. Habe ich schon irgendein brauchbares Foto gemacht hier? Von irgendwas? Ich weiß nicht. Habe ich schon? Ich mache jetzt das hier. Und damit beende ich auch die Folge. So, okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.